Gestern war Thanksgiving, da wird typischerweise Truthahn serviert und wir schauen mal, welche Lehren Anleger aus der Truthahn-Geschichte ziehen können. Den Chart, den Sie hier sehen, der zeigt eine beispielhafte Anlagestrategie und da stellen wir mal, das wäre die Gemütslage unseres Truthahns. Dem Truthahn geht's gut, er wird regelmäßig gefüttert und in der jüngeren Vergangenheit werden die Portionen sogar immer größer, also seine Stimmung steigt wesentlich nach oben. Ihm geht's super, es kann kaum besser werden. Das ist vielleicht auch das Gefühl, was einige Anleger im Anleihemarkt haben. Wir sehen tolle Renditen, wir sehen steigende Kurse, wir sehen teilweise Renditen, die sich vor 12 bis 18 Monaten niemand erträumt hätte. Also auch hier vielleicht die Analogie, es kann kaum besser werden. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, dann sehen wir aber, wie das Ganze weitergeht. Der Truthahn hat seine Erlebnisse gehabt an Thanksgiving. Ein Tag ändert alles und Sie sehen schon hier, die Stimmung bricht dramatisch ein und dementsprechend an dieser Stelle, in diesem Umfeld, wo wir uns in einem dramatischen Anlagenotstand befinden, wo Strafzinsen zur Regel werden, wo viele Investoren versuchen, Ausweichmöglichkeiten zu finden, mit Sicherheit diese Analogie sehr gut dazu geeignet, sich darüber Gedanken zu machen, wo man als Anleger oder auch als Sparer einseitig positioniert ist. Das können Positionierungen im Wertpapierbereich sein, das kann das Vertrauen sein auf Strategien, die 20 oder 30 Jahre lang positive Renditen generiert haben. Vielleicht auch, dass man Schwankungen übersieht, weil nur Risiken, die sich in Preisschwankungen manifestieren, die können Sie im Chart auch sehen. Aber was ist eigentlich mit den ganzen Risiken, die nicht eingetreten sind und dementsprechend aus keinem Chart erkennbar sind? In der Conclusio sollten wir uns immer klar machen, dass wir mitdenken müssen, dass wir unser Portfolio analysieren sollten. Das gilt nicht nur für Aktienmärkte, Immobilien oder auch Private Equity, sondern auch für die klassischen Märkte. Ein ruhiger Kursverlauf heißt nicht, dass wenig Risiken da sind. Das können Sie hier nachvollziehen. Das heißt so schön, historische Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Sie sehen es hier über knappe 30 Jahre oder sorry, 20 Jahre eine schöne, ruhige Entwicklung. Und dann Sie sehen, innerhalb weniger Jahre wird diese Entwicklung fast negiert. Dementsprechend sinnvoll mitzudenken, heute wichtiger denn je. In diesem Sinne darf ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.